Ja, ich habe mal nicht mit dem Schwertwurf angefangen. Ich bin auch überrascht. Ich wollte mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, weil ich habe praktisch die ganze Zeit einen ähnlichen Kampf verlaufen und habe so gedacht, nein, ich setze mal die Technik jetzt nicht direkt am Anfang ein. Aber ich feuer natürlich wieder durch die Gegend. Das sollte ja jedem klar sein. Eva, Goofy, Donald. Goofy macht immer noch absurden Damage mit seiner Trompe. Donald hat tatsächlich mal getroffen. Ich glaube, das ist noch das Verrücktere von beiden. Ach, nur eine Zweierkarte. Leute. Staffel. Ich brauche mal höherrangige Karten. Jetzt wird das hier alles nichts. War der gerade Herzlose unter dem. Okay. Aber ich glaube, an der anderen Stelle haben sich Herzlose darunter jetzt auch schon versteckt. Also anscheinend nicht so ungewöhnlich hier. Ich mag auch, wie der Raum so gestaltet ist, dass er einen einfach maximal abfuckt. Dort im Motto, ja, du könntest vielleicht eventuell direkt hochgehen, aber wir schicken dich jetzt komplett außen rum, weil wir es können. Gehst jetzt sehr oft links, rechts, links, rechts, links, rechts. Eine 8er Premium-Raumkarte. Das ist genau das, auf das ich gewartet habe eigentlich. Hier haben wir eine Hafe Level 2. Ich habe so gedacht, ohne Feenhafe. Level 2. Das ist das zweitschlechte Level nach 1. 0 ist vielleicht sogar mit das Beste, wenn man weiß, wie man ordentlich kontert. Und ja, eigentlich hat es in meinem Kopf sich so ergeben, dass wenn ich in diesen Winkel werfe, ich mehrere treffe, aber wie gesagt, anscheinend nein. Ja, die Nachrespawn sind anscheinend auch gestorben. Interessant. Ich hätte jetzt eigentlich noch gerne einen besseren Supertrank. Weil wenn ich noch einen besseren Supertrank habe, dann kann ich eventuell den auch mal im Kampf benutzen, ohne ihn ständig mit irgendwas kombinieren zu müssen. Weiß, ein verrückter Gedanke. Und ich habe ja gerade darüber geredet, dass ich mein Deck so aufbauen muss, dass ich ständig Schwertfallserien machen kann. Das Ironische ist, ich hab's echt unbewusst so aufgebaut, dass ich ständig nur Schwertfallserien machen kann. Ich habe nichts dagegen, verstehe mich nicht falsch, das ist nur irgendwie so. Ich habe mir so gedacht, ja, das wäre nice, und jetzt habe ich einfach automat irgendwie so gemacht, ohne es unbedingt wollen. Mein, ich nehm's. Nein, ich habe volle HP, ich will gerade nicht kämpfen, danke. Einfach nur eine rote Karte. Das kriege ich hin. Und den Schlüssel des Anfangs. Mal sehen, womit die Handlung denn hier so anfängt. Höre ich mich jetzt oder sehen jetzt alle Räume inzwischen gleich aus? Vielleicht gehen wir einfach im Kreis. Die war echt keine Hilfe. Ich glaube, du hast sie vor den Kopf gestoßen, Donald. Naseweiß, was machst du da? Was machst du denn? Hör mal, du sollst die Piraten doch nicht mitbringen. Zurück, Piraten. Sonst wird das hier euer letzter Kampf. Sei nicht so unhöflich. Wir sind keine Piraten. Wir sind nur hier, weil... warum sind wir hier, Sauer? Hä? Woher soll ich das wissen, Donald?
Rufi, was meinst du? Gute Frage. Okay, okay, ich verstehe. Zauber, Donald und Goofy, richtig? Echte Piraten würden sich wohl kaum auf ihrem eigenen Schiff verlaufen. Ziemlich witzig gekleidet. Geht das jetzt wieder los? Warte, du sagst also, wir wären Piraten? Muss das ein Piratenschiff sein? Richtig, ihr seid gefangen an Bord der Jolly Watcher. Captain Hooks berüchtigten Schiff. Wenn wir gefangen sind, dann bist du es auch. Ich rede keinen Unsinn. Niemand nimmt Peter Pan gefangen. Ich hatte bloß den Ball flach, bis meine Stunde kommt. Was hast du vor? Piraten haben meine Freundin Wendy entführt. Sie muss irgendwo hier auf diesem Schiff sein. Wally Jogger. Heißt das Schiff Wally Jogger? Soll ich dir sagen, warum ich Jolly Watcher gesagt habe? Jolly Watcher Bay. Eine Welt aus tatsächlich Super Mario 64. Ich glaube, das ist eine Anspielung darauf. Interessant. Ich hatte hier nicht so viele Wachen erwartet. Ich habe naseweiß durchgekriegt, damit sie sich umsieht. Aber sie hat nur euch gefunden. Ich glaube, ich weiß, was naseweiß vorhat. Wenn wir alle genug Krach machen, können wir die Piraten ablenken. Nur eine Szene in Once Upon a Time, wo Hook betrunken ist in den Buchstabentausch. Ah, okay. Du kannst wohl ihre Gedanken lesen. Was sagst du? Halten wir zusammen? Zumindest bis wir an Deck sind. Klar, warum nicht? Ich könnte Wendy natürlich auch alleine retten, wenn ich wollte. Aber ihr drei seht so aus, als wärt ihr ohne mich verloren. Überhaupt nicht arrogant. Hast du denn keine Manieren? Wo wirft mich denn das Spiel jetzt raus? Okay, jetzt muss ich anscheinend wieder den ziemlich weit hier runter. Yay. Das Gute ist, ich kann einfach den hier machen. Ich könnte theoretisch auch gleiten, aber ich lasse es mal. Aber jetzt braucht eine 6 oder höher Karte. Dann habe ich doch eigentlich gut. Gar keine. Oh. Nevermind. Habe ich anscheinend doch. Das war gerade echt so. Davon habe ich doch gar keine Karte. Oh. Sehr viele Mokri-Punkte. Ich könnte mal wieder einen Mokri-Raum erstellen, wenn ich mir das so ansehe. Warte, ich will dich überraschen. Danke. Man sollte auch gucken, wen man anvisiert. Ich wollte gerade sagen, das wäre ein ziemlich langweiliger Kampf, wenn es jetzt schon vorbei wäre. Oder beziehungsweise ziemlich so, wieso mache ich diesen Kampf überhaupt? Was kann Peter Pan? Oh, ich habe 3 Peter Pan Karten. Er kann 10.000 Mal mit dem Dolch zustechen, okay. Und 10.000 Mal ist gefühlt nicht übertrieben. War leider aber auch nur gefühlt nicht übertrieben, aber egal. Passt schon. So, haben wir jetzt eine hochrangige Karte? Level 6 geht doch. Nice. Ich glaube, ich habe wenigstens die Karte kompensiert, die ich verbraucht habe, um hier reinzukommen. So, alle 3. Perfekt. Was so schön war, gleich eine Schwertfallserie hinten dran, habe ich gehört. Und noch eine. Ich denke mir so langsam, ein paar mehr Karten wären doch nicht schlecht, weil ich denke mir, ja, ich habe einige Möglichkeiten für Kartenrefills. Wie schnell sammelt man hier Peter Pan Karten?
Das ist an der Stelle wirklich nur noch absurd, so nach dem Motto. Ja, ich schau mal kurz, wie viel Peter Pan-Karten ich hab. Und es sind 7 Stück. 4 Stück. Ich habe nur 7 gewesen. War deswegen gerade ein bisschen so auf dem 7er Trip. Aber durch Schwertverserie sammelt man halt auch jede Karte ein, die hier irgendwie rumfliegt, weil man über die halbe Map fliegt, wenn man die Fähigkeit einsetzt. Das muss man an der Stelle vielleicht fairerweise dazu erwähnen. Und, ah, jetzt habe ich erst eine. Oh, okay. Ich wollte sagen, ich habe erst eine Peter Pan-Karte. Schaut nach, kommt direkt eine zweite dazu. Ich meine, immerhin sind es nicht wieder 4, wie gerade eben. Mein verkehrt wäre es jetzt auch nicht, aber war irgendwie weird, so viele Karten von ihm zu haben. Oh, schon wieder. Level up. Oh ja gut, ich besiege hier halt auch ordentlich Gegner. Das darf man an der Stelle ja gar nicht vergessen. Wieso kombiniere ich Feuer, wenn es an der Stelle eigentlich total dumm ist? Egal. Ignorieren wir einfach, dass ich das getan habe. Und freuen uns lieber über das Level Up. Bekommen eine weitere Premium-Raumkarte. Okay. Oh nein, es ist eine Fake-Kiste. Können die nicht explodieren? Nein, du explodierst mir jetzt nicht, damit das klar ist. Nein. Ich finde schön, dass ich einen Premium-Raum ausgelöst habe, aber keine einzige Premium-Karte bekommen. Aber kein einziges Roulette, um eine meiner Karten zu Premium zu machen. Das Chessboard aus dem dritten Teil ist vor 4 Stunden in Vorverkauf gegangen, Online-Shop. Ah, das Kingdom Hearts Chessboard. Nice. Oh, da ist ein Premium-Ticket. Moins. Moins. Aber das wird doch ein halbes Vermögen kosten. Oder? Obwohl. Ich glaube eher ein ganzes. Wenn ich mal überlege, wie das verarbeitet ist und alles. Dann wirklich eher ein ganzes. 750 Euro. Also für mich als Student ist das ein ganzes Vermögen. Das ist echt schon mega viel Geld. Okay, ich bekomme auf jeden Fall genug Premium-Raum. Will es eins haben. Na gut, ich kann ja da auch nicht das einfach so kaufen. Yes! Genau die Karte, die ich haben wollte für Premium. Weil dadurch habe ich auf einmal sehr viel mehr Platz im Set, weil sich die Karte jetzt gerade sehr viel günstiger geworden ist. Ja. Leider können die Item-Karten nicht günstiger werden. Das heißt, ich kann tatsächlich schauen, ob ich noch einen Keyblade da reinbekomme. Obwohl, ich versuche noch einen Kampf zu triggern. Okay. Ich habe den einen Kampf getriggert, den ich triggern wollte. Auf jeden Fall. Aber ich habe kein Premium-Ticket bekommen. Dafür den falschen Shutdown.
Hallo, hat noch einer der Gegner hier ein Premium-Ticket für mich? Hallo, ich werfe auch sehr lieb eine Kiste auf euch. Wieso lockt das keinen der Gegner an? Jeder will doch eine Kiste ins Gesicht bekommen, oder? Ernsthaft? Ah, da, okay. Nein, schlag nicht die Laterne, so. Kannst du mal aufhören, die Laterne zu schlagen und über den Gegner? Okay. Eine weitere Peter Pan-Karte. Aber ich frag mich echt, was das jetzt in den ersten paar Kämpfen war, dass überall eine Peter Pan-Karte war. Das war jetzt echt, das war an der Stelle echt wirklich absurd. Guck mal jetzt. Hi Muffin, wie geht's? Alles gut bei dir? Voll gar? Ja, warum nicht? Ganz okay. Und bei mir? Ja, bei mir ist echt gut gerade. Mir geht's gerade gut. Hab ich ein Premium-Ding bekommen? Bitte? Yes. Ich habe nämlich gemeint, eins aufgesammelt zu haben. Okay. Ich gehe auf das Healing. Perfekt. Vita als Premium-Karte. Das heißt, ja, ich habe wesentlich mehr Platz jetzt. Das heißt, ich hau mal noch eine Feenharfe rein. Nämlich hier. Nein! Das ist schon wieder eine Fake-Kiste. Eigentlich sollte ich gelernt haben, hier jetzt nicht mehr irgendwelche Kisten zu hauen, aber... Als ob ich das lernen würde. Obwohl, ich krieg noch ein Premium-Ticket. Nicht so niemandem kann man vertrauen. Nicht mal dem Fass, das man kaputt schlagen will. Ja, ist furchtbar, ne? Nee. Und die nächste Karte, die ich treffen wollte. Welche Karte verbraucht noch ziemlich viel KP, die man hier gut treffen kann? Maritim wäre eine legitime Option auf jeden Fall. Gut, hier. Karte 8 oder höher. Nehmen wir gleich den nächsten Premium-Raum. Oh. Warm trinken, das ist unfair. Mal trinken kann man hier nur vorsparen. Ich meine, man kann von Kingdom Hearts halten, was man will, aber die Musik ist nice. Auch wenn die, ja, ich meine, machen wir uns nichts vor, Kingdom Hearts Chain of Memories ist jetzt auch nicht das beste Kingdom Hearts Spiel. Yes! Wieder eine 9er Karte erwischt. Und wieder damit ordentlich Kosten gesenkt. Komme so langsam vor wie so ein BWLer, weil ich ständig die Kosten senke. Warte, habe ich noch ein Maritim? Ja, ich habe noch ein Maritim. Habe ich noch einen anderen Nuller Keyblades eigentlich? Vor allem habe ich hier halt noch einen 7er Kingdom Key. Ne, Kingdom Keys will ich mir eigentlich keine mehr ausrüsten. Ich würde eigentlich schon noch gern ein bisschen mehr Feenharfe und Maritim haben, ehrlich zu sein. Warte.
Hier runter geht's zur Story. Ich probiere noch ein Premium. Ich probiere noch einmal Premium zu bekommen. Ist aber nur den erwischt, goddammit. Oh, da ist die nächste Premium-Karte. Ich mache einfach jetzt mein ganzes Set ein zu Premium-Karten. Ich wollte Maritim treffen, ne? Perfekt. Irgendwie wirkt das nicht wirklich wie ein Roulette, wenn ich Sachen ziemlich zielgenau treffen kann. Das könnte natürlich ein weiter. Man gönnt sich ja sonst nichts im Leben, ja genau. Das hier kann ich zumindest für eine Runde reintun. Dafür ein Eis raustun. Und dann kann ich das Eis ja wieder reintun, sobald ich die nächste Premium-Karte habe. Ja, ich abuse den Premium-Raum einfach. Damit habe ich irgendwie gerechnet, dass hier noch was anderes kommt. Sonst wäre es halt echt ein Witz von der Gegnerwelle gewesen. Da kann ich mal gucken, was der Aero jetzt... Okay. Warte, da lag da nicht eine Premium. Ich gucke jetzt wirklich genau drauf, ob eine Premium-Karte spawnt irgendwo oder nicht. Aber wenn ich von Wind nicht so begeistert bin, wie ich eigentlich sein will. Oh, Premium. Nehme ich. Weil ich glaube tatsächlich, in jeder Gegnergruppe kommt eine Premium-Karte. Die Frage ist halt eher, ob man sie aufsammelt oder nicht. So, damit habe ich mein Zielsuch Eisgar. Was? So, ich will den Wind erwischen. Nice. Auf einmal habe ich dann nochmal 27 Platz. Ah, ist ja merkwürdig, ne? Aber ich gehe so langsam weiter. So langsam fühle ich das halt echt nach danach an, als ob ich Game Mechanics abusen wollen würde. Und das muss nicht unbedingt sein. Aber hey, das Spiel gibt mir die Möglichkeit, in so Premium-Räumen zu farmen. Also wäre ich irgendwie dumm, wenn ich es nicht nutze. Ich habe schon ewig gegen keinen der Fungi hier mehr gekämpft. Machst du das, was das Spiel dir gibt? Genau. Achso, die haben bestimmt... Ah, oh, ups. Daraufhin, da hätte ich dran denken. Oh, welche Stufe? Hier, goddammit. Die funktionieren also genauso wie die Profungi im Originalspiel. Okay, I get it. I get it. Ui. Wenn ich jetzt abwerf. Goddammit. Okay, ich habe keinen Bock auf die. Hui, auf zur Tür. Stufe 1 soll höher. Das kriege ich hin. Gerade so, aber kriege ich hin. Oh, ich hätte auch einen Schatzraum nehmen können. Weil der Raum hier ist halt jetzt unangenehm, weil die Herzlosen die ganze Zeit auch nicht drauf geiern. Aber mein Gehirn war gerade tatsächlich einfach nur so, da ist Level 1 Karte, da ist Level 1 Tür. Mach. Das war mein Gehirn gerade. Ich meine,
Jetzt hat er nicht Unrecht. Mit dem Grundgedanken, aber irgendwie war der Gedanke nicht ganz ausgereift, um es mal so zu sagen. Ich hasse immer noch, dass er mich so in den Angriff da stunlocken kann, sozusagen. Wieso kann das ein normaler Billo-Gegner eigentlich? Also ich kann dann in dem Moment auch keine Karten spielen, deswegen sieht vielleicht ein bisschen doof aus, aber es geht dann in dem Moment halt auch einfach nicht. Boah, ich habe meine Karten, komm, ich verkacke euch zwei Nuller-Karten reingemacht, hab auch nice. Komm, einfach für den Overkill. Ernsthaft, Peter? Ernsthaft? Oder Peter? Oh, noch ein Premium-Raum. Davon haben wir ja so wenige. Nö, ich habe keinen Bock auf irgendwen von euch. Neuner Karte. Ich hab keine Neuner Karte. Ich will auch nicht den Joker dafür einsetzen. Der lacht immer so komisch. So, hast du eine Neuner? Ich hab die Wand geschlagen. Wieso hab ich die Wand geschlagen? Mit irgendeiner Taste konntest du die Karten, die so Kombi gelegt hast, wie... Warte, das geht? What the fuck? Wie geht das? Also ich finde es gut, dass es geht. Und ich verstehe mich nicht falsch, aber... Hä? Kommt schon 9? Nächste Karte. Oh, ich hoffe, wir haben ein Stufen-Upgrade bekommen. Ich habe schon ewig kein Manöver mehr gemacht. Okay. Wisst ihr was? Wozu habe ich Joker? Ich habe keinen Bock, jetzt ewig auf 9er Karten zu farmen. L2, okay. Da ist sie ja. Peter Pan? Wendy, geht's dir gut? Ich bin mit meinen 3 neuen Helfern gekommen, um dich zu retten. Los, runter von dieser undichten Wanne und rein ins Abenteuer. Wir werden niemals erwachsen. Du, Peter, ich muss dir was sagen. Ich möchte zurück nach London. Was redest du denn da? Wenn du Nimmerland bleibst, bleibst du ewig Kind und jeder Tag ist ein Abenteuer. Gehst zurück nach London, wirst du aufhören, ein Kind zu sein. Du wirst erwachsen und wir werden uns nie wiedersehen. Weiß, Peter, aber ich möchte nach Hause. Ich habe dich gerettet und dir ist egal, ob du mich je wiedersehen wirst. Nein, du verstehst nicht. Wie du meinst. Ach, und retten kannst du dich auch selbst. Ich verschwinde. Sehr sympathisch. Hey, warte doch mal. Weg ist er. Peter. Es war aber sehr ungestüm, was machen wir jetzt? Die war ja so ziemlich. Und nicht die aus Overwatch. Ich habe eine Idee. Überlegen wir uns doch, was wir tun, wenn wir an Deck sind. Es war keine Idee, aber du hast nicht unrecht. Draußen erwartet uns noch eine Menge Ärger. Gute Nacht, Wadli. Danke, dass du so lange dabei warst. Und hab noch. Und erhol dich gut. Wendy, du bleibst hier. Wir werden versuchen, sie ein wenig abzulenken. Okay, seid vorsichtig. Vielleicht ändert Peter ja seine Meinung, kommt zurück, also warte besser hier.